So, und bei dir so? Was machst du, Studio? Läuft alles? Ja, ein bisschen so das anstrengendste Semester gerade. Zwei Projekte am Laufen. Also es wäre alleine nicht so anstrengend, aber als Gruppenarbeit ist das immer so schlimm, weil du Weil alle anderen für dich immer. arbeiten müssen und du kannst sie nicht alle gleichzeitig Nee, blockieren. nee. Nee, ich mach's lieber ganz alleine, aber Okay. so läuft's nicht. Nee, so läuft das nicht im Leben. Also die Arbeiten, wo ich alles an mich gerissen habe, da war ich erfolgreicher als bei denen, wo ich's nicht gemacht habe. Naja. Aber es sind spannende Themen, deswegen ist es ganz okay. Worum geht's so? Bei dem einen, da arbeiten wir mit einem Startup zusammen. Das ist quasi so eine Auftragsforschung. Die bieten Mentoring für junge Studienabsolventinnen an. Und das andere, also wir sollen dann herausfinden, Was was so junge wichtig ist. Studentinnen will wollen. Und wenn du das Genau. wüsstest, wärst du nicht da, wo du wärst. Genau. Und bei dem anderen, da geht es um Stressprävention bei Berufseinsteigern. Dafür so ein Interventionsprogramm basteln. Auch im Auftrag oder ist das eher so? Naja, das ist nur so von der Uni. Und das ist auch, ja, also das ist mehr oder weniger nur die Literatur wiedergeben. Also nicht so krasse empirische Forschung. Das andere ist es gibt auch wenig Forschung zu diesem Mentoring-Ding. Deswegen ist das ganz spannend. Wir müssen jetzt zur Rune gleich, ne? Naja, ist ja jetzt da. Was heißt das denn genau, Mentoring? Das ist, Ich renn, glaube ich, mal gleich rüber. Ruhe? rüber. Nee, wir bleiben bei uns hier. So. Wenn du jetzt quasi anfangen würdest in einem Unternehmen, weiß nicht, ob wir das wollen hier. Nee. Sieht irgendwie nicht so aus. Dann könntet ihr das Unternehmen so einen Mentor zur Seite stellen, der dich dann an seinen Erfahrungen teilhaben lässt und versucht dich damit beruflich weiterzubringen. Und ihr sagt, hier und hier, melde dich doch mal bei dem, da ist das so. Und wenn du irgendwie Probleme hast, dann kannst du dich an den wenden. Also das, was normale Kollegen so machen sollten. Nee, das ist schon jemand, der wirklich erfahrungsvoll, wie so ein Sensei ist das. Meister Minagi. Will sie mit mir kloppen, merkst du das? Der kriegt aufs Maul, ich sehe. Wenn der einen Pfeil schießt. Der macht das auf mich. Sehr gut. Soll ich ihn nehmen? Nein. Kein Mana mehr, sorry. Gut. Guter Beruf. Gut, ich meine, es war das First Blood, natürlich hat sich das gelohnt, aber normalerweise, wenn das jetzt nicht das First Blood gewesen wäre, müsste man wirklich überlegen, ob man nicht einfach da stehen lässt, den Typen. Halb low und der traut sich nicht mehr vor, weißt du? Das bringt einem fast mehr wahrscheinlich sogar am Ende des Tages. Ja, weiß ich nicht. Es ist schon gut. Gold auf mir, ne? Ist schon nicht schlecht, Gold auf dem Carry. Gold auf dem Carry ist schon klar, aber ich meine, derzeit farmt er ja auch nicht, weißt du? Also, das ist die Frage. Ja, ich müsste mal die nächste Wave pullen, denke ich. Ich habe es auch nicht das Schild gelernt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe es eh gelernt, weil ich dachte, wir können gleich noch ein Anschlussding machen. Also, okay, ich sehe nicht so die große Gefahr.
Der eine kommt zu dir, glaube ich. Ich bin ja eigentlich, glaube ich, relativ safe. Stampfer. Stampfer? Ich muss auf deinen Höhe aufpassen. Ah. Hast du meinen Kumpel? Bleib da stehen! Der ist schon wieder halb tot, ist doch prima! Oh, da kommt er. Ah! Jetzt wollen sie uns verwirrt machen, indem wir auch doppelt angesichtig werden. Ja, er steht drin. Ah, du auch gerade nur so. Reserve leider ziemlich durchgebracht. Die machen leider so zum Glück so viel schönen Scheiß, dass mein Sticker immer schön voll ist. Ja. Sehe ich mich schon lange kein Mana mehr. Ich nicht, dass der im Wald abhauen darf. Oh oh. Ja. Oh, hast du ihn verfehlt? Nee. Der Elder-Tide macht das gut, ne? Müssen wir da den Tide pressieren, glaube ich. Wenn du kommst? Ja, bin unterwegs, aber ich glaube, das ist... Ja, doch, bleib dran. Ach, Mist. Aber du wärst sicher gewesen, okay. Alles gut. Ich glaube nicht, dass ich den bekommen hätte. War mir dann auch zu unsicher, ehrlich gesagt. Oh, was mache ich denn hier? Der Titan, das wirklich. Wahrscheinlich ist der jetzt. Dschungeln. Boah, schön. Jetzt hau zu. Schlag zu, dein kleines Hämmerchen. Das ist kein Hammer. Dein kleines Schaufel.
Jetzt ist der Pferde wieder da. Bin immer noch nicht. Level 6. Oh, ups, einer. Ich meine mich. Schneller. Ja, wir können fighten, wir fighten, wir fighten. Tiny Ace is coming top, he's going top. Back now. Okay, ich lenke ihn ab. Okay, die sehen sich nicht für mich. Leider kein Mana mehr. Obwohl, jetzt sind die eigentlich gerade alle oben, ne? Schlecht. Wie bist du da so zurückgeruckt worden? Ulti von Elder halten. Achso, weil du noch drinne warst sozusagen. Okay. Ja. Naja, liegt auch daran, weil ich noch kein Ulti habe, ja. Jetzt sieht das auch schon mal ein bisschen anders aus. So, Silence in der Mitte, ja? Ist das der Deal? Ah. Okay, okay. Ich bin zu Fuß, ich denke mal, das ist okay. Ja, auf jeden Fall. Wirklich gerne das Buch haben. Level 6. Elder Titan kommt. Ich denke hier nur rum. Aber der Dingsbums kommt. Ja, wenn der. Ach, scheiße. Na, schlecht gemacht von mir. Ich weiß auch nicht, warum ich da stehe und warum wir da vor allem alle stehen. Keine Ahnung, warum die unten nicht ultet. Ich glaube. Ich hab die noch nie gut gesehen. So, jetzt ist erstmal das Ulti im Haus. Mist, jetzt bin ich durch den scheiß Baum nicht durchgekommen, ey. Nicht jagen. Jetzt der andere Typ auch noch. Alle. Das sieht ja.
is under attack. Der war unsichtbar. Oder kam von oben, ich weiß es nicht genau. Your bottom tower is under attack. Wahrscheinlich Quatsch ist, ne? Ja. Runtergehen. Will er das wirklich? Dead man drifting. Dead man drifting. Zieh mal hier rum, ne? Ja. Da war der garantiert irgendwo ein Titan da im Wald. Hat jetzt gerade Ulti gezogen? Wer? Silencer? Nein. Viele hier. Oh. Ich krieg die Scheiße halt nicht mehr raus. Ich hab grad nicht geguckt. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Dauer. Ach, Mist. Okay.
Hat er da kein Ulti mehr? Der kriegt halt auch die Arcane Rune und alles, ne? Ja. Leben ist kein Ponyhof, ja? Blinkdecke hat er. Einmal mein Ulti rausgebracht heute, ja. Was ist mit dem Typen eigentlich, der sich im Wald versteckt? Ja, versteckt sich einer. Das kann ja nicht nur da oben sein, ne? Weiß ich nicht. Nee. Ja, hier ist er. Hallo, ignoriert das jetzt jeder? Bin ich nur ein Witz für euch? Ich hab ihn gefunden! Viel Zeit daran investiert, ja. Wir haben nirgendwo mehr Wischen hier. Wenn mich der findet, bin ich sofort tot. Gehen wir für den? Nein. Okay, dann sollte ich vielleicht weggehen. Was geht denn hier bitte ab? Oben läuft immer noch der Hässliche rum. Mach den mal weg. Siehst du, jetzt habe ich mein Ulti noch rausgebracht. Das war schlau. Hat zwar nicht so gut eingeschlagen, wie ich gehofft hatte, aber ein bisschen wenigstens. Guckst du dir gerade an. Hm? Manchmal stehst du einfach auf AFK rum. Ja, manchmal auch nicht. Nee, ich habe gerade, die haben mein erstes Talent geändert. Ah, okay. Da wollte ich dann doch nochmal einen Blick riskieren.
Beweg dich mal zu denen. Bekommen. Hocherfreulich. In der Tat. Eigentlich kann keiner von den Rauschern machen, ich stehe trotzdem noch gut. Wollte ich mal gucken, ob ich in der Mitte noch ein bisschen Farben kriege. Vielleicht auch lieber nicht. Warum lebe ich noch? Warum lebst du noch? Oh, das war, glaube ich, einer meiner längsten Teamfights bisher. Ich ziehe es mal so vor, früher zu sterben. Diesen ganzen Stress. Mir das dann ganz genüsslich anzuschauen, weiß ich nicht, wie Pop kocht. Weiß nicht, ist vielleicht dumm hier hochzugehen. Ja, vor allem, weil das Gold nicht da ist. Hm. Ach, ich sollte mich langsam gut wissen, ey. Kann man das bitte so verkraften, ey? Die Frage muss aber wirklich mal erlaubt sein. Oh, starkes Ulti. Ich glaube nicht, dass er das jetzt aufräumen kann damit. Nee. Sieht nicht so aus.
bin jetzt nicht bei euch, ne? Da liegt doch noch eine DD. Entschuldigung. Hallo. Ja. Auch überrascht. Für den Tiny gehen. 3 Sekunden für Ulti. Wir nehmen jetzt unten den Tower, oder? Ja. Du willst euch oben helfen gehen? Nee, du kannst ihn allein nicht verteidigen. Ja.
Hab ich dich nicht echt erwischt gehabt? Wo bist du denn? Bist du noch tief drin? Ja. Okay, cool. Ich kann mich nicht mehr töten. Ich stehe 1-8, ne? Das ist kein schlechtes Spiel von mir bisher. Ich bin zwar ein, zwei Mal dumm rumgestanden, aber ansonsten. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ja, vielleicht ist auch genug. Du bist jetzt nur noch alleine da. Da steht dummerweise noch eine Rack. Hab ich noch Zeit? Ja, ich hol mir schnell was zu trinken. Okay, okay, okay. Bist du noch nicht fertig mit denen? Bist du tot? Ja. Das sollte hier nicht sein. Jetzt muss ich nochmal so drüber nachdenken. Ob wir das jetzt verhindern können. Ja, mit so einer, mit einer richtig krassen Combo, ja. Aber zu zweit sollte dann nicht hingehen. Naja, sterben nicht mehr, die haben nicht so viele. Na komm. Das wird gut. Nee! Nein! Oh, das war katastrophal! Das war richtig. Er hätte sofort jumpen müssen, wo er was gesehen hat, eigentlich. Der war nicht in Reichweite. Weil ich weiß, ich warte. Ja, man muss da mitkommen. Ich warte dann halt nicht, weißt du? Warum soll ich dann warten? Ich gehe in einer Sekunde sichtbar, die sehen mich sofort, machen mich tot, ne? Ja, das war richtig kacke. Aber das hätte sich gelohnt mit den ganzen Illus da drinne. Ja, ja. Der kriegt sich raus, weil er genau in den Titan. Das ist die erste gute Aktion vom Titaner dieses Spiel. Auszusehen, aber egal. Die erste Welle hat der mit dem Dagger gedodged und in die zweite ist er reingejumpt. Ja. Ja, aber ich kann dann nicht länger warten. Ich stehe dann auch. Ich meine, ich hätte. Dann kommt meine Ulti nicht mehr raus und das hätte ich eigentlich schon. Das wollte ich eigentlich schon drin haben. Das war unglücklich. Ach klar. Wichser! Weil die Pisse da das nie mitnimmt, ey. Die Doofe. Schnell der ist. Ja, der hat Angst. Das war dann schneller. Klar. So rennt man, wenn seine Schergen hinter ihm her sind.
Nimm es Ulti. Ey, wie viel CC haben die? Ausreichend viel, würde ich sagen. Vielleicht gewohnt das Ding auch gleich mit ab, passiert. Ja, würde ich auch sagen. Das Ulti ist noch am Start! Das ist wieder der Moment, wenn man wirklich fight, bis auch wirklich jeder tot ist. Nein! Nein! Jetzt aber hurtig. Mein gefiederter Freund. Oh Gott. Und was haben wir wieder nicht bekommen? Das, wofür wir eigentlich gekommen sind. Naja, ging ja nicht. Der Call war nicht schlecht. Unbedingt, wenn es nur einfach schnell zerstören müssen. Nee. Wir haben ja drauf gehittet. Ging ja nicht. Die haben dafür gebeiweckt. Ja. Oder? Einer, oder? Nur einer. Echt? Waren die alle schon wieder da? Haben wir so viel Zeit vertrödelt da? Was ist das für eins Damage? Frage ich dich. Buyback Spectra, maybe or we lose lane. You decide. Hallo, wie lange fliege ich hier noch rum? Das verlieren wir jetzt aber nicht, das sehe ich gar nicht ein. Diese Scheißdreck. Versuchen Sie sich Mitte? Wait. One minute.
Ravage ist raus. Tanny geht bei uns in die Base rein. Eigentlich müssen wir jetzt schnell sein und eigentlich müssen wir auf die Scheißen und finishen. Machst du da? Ich setze noch ein Wort hin. Ich will zurück sein. Ist da jemand? Marschieren wir jetzt einfach hinter dir links, ja? Ja. So soll es geschehen. Gesagt, wait for buyback. Kommt der Wichser! Kannst du dein Schild global machen jetzt? Wieso? Ich dachte, ich hätte es gerade unten gesehen. Also da wo ich herkomme, nehmen wir das ein Bait. Das haben wir jetzt, jetzt müssen wir finishen. Jetzt entweder reißt uns diese Hütte ein, wir verteidigen das oder wir. Okay. Kann sein, dass die zu dir rotieren. Wissen sie nämlich nicht.
fischen hier. Der Typ ist nicht mehr tot, das ist alles nur Illus? Ne, ist echte. Shit. Jetzt Schluss. Oder vor sind wenigstens bei Wechsel jetzt. Kein Sprunglimit, Bitch! Kein Sprunglimit, Bitch! Davon rede ich hier. Von keinem Sprunglimit. Entfernung des Sprunglimits. Und das hat eigentlich gefühlt auch keine Cooldown. Weißt du, damals, wo ich kein Sprunglimit mehr hatte? Das war krank. Das war richtig krank, ey. Kommt doch her, ey. Kommt doch her. Oh Mann, stressiges Spiel, ey. Hätte gefühlt schon vor 10 Minuten zu Ende sein können. Oder von einer Stunde. Oh, 2:13, ey. Das ist so ein Ding, ne? Eigentlich, wie gesagt, schlecht war es nicht, aber Ergebnis sagt was anderes. Obwohl, hier bin ich auch wohl lobend hervorgehoben, siehst du. Ja, aber ich würde trotzdem nur eine kurze Erinnerung gehen, wa? Haben wir da noch eins? Ja. Alles klar. Mhm. Bitte? Hallo? Ja?